Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neues Reaction-Video von Shoki Wanoki. Heute mit Marc Hagenbeck. Hi. Und mit mir, The Sashi. Und wir reagieren heute auf ein Video von Rezo. Rezo? Ja. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und währenddessen futtern wir ein bisschen Pizza, weil das macht man ja so beim Fernsehgucken. Ich habe so einen Hunger. Ja, genau. Und jetzt gibt es erstmal das Intro und dann verteilen wir Pizza. Geil. Ja, genau. Los geht's. So. Kriegst du erstmal hier deine Pizza. Danke. Ja, und ich hier meine Pizza. Boah, ist das geil. Achso, warte mal. Jetzt gehen wir direkt ins Video rein. Ja. Und so, da sind wir im Video. Und wir haben hier Pizza. Guck mal. Oh, wie geil ist das denn? Lecker, lecker. Ah, das starten wir. Hoppala. Ah. Jetzt starten wir mal das Video. Mal gucken, was Rezo und die... Sogar mit Oliven, genau. Hier, das Video heißt, wir machen TikTok-Memes. Memes? TikTok-Memes? Mit Julia Beautix. Ja? Ich komme ja aus dem Westerwald. Weißt du, was Memmen im Westerwald sind? Ja, ich weiß schon. Okay. Die Hühner. Von den Hühnern, die Dinger. Okay. Ja, egal. Wurscht. Es geht los. Läuft. Du hast die Kamera, lol. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen zweiten Kanal. Und zwar Rezo und Julia. Was sind die Kanalnamen? Ich weiß. Und zwar Rezo. Was? Ja, Lolli. Spaß. Ja, Lolli. Was? Jetzt kommt das nicht mehr, du musst es nochmal machen. Und zwar Rezo. Ja, Lolli. Aber macht ja, der Lolli. Immer so? Das ist halt, wie, was macht der immer so? Der macht immer so. Das ist halt so ein, oh, ich muss ja auch was essen. Das ist halt so eine Bewegung. Mhm. Ja, hey. So, was macht er jetzt hier? Gucken, wie es weitergeht. Es wird alle drei Parts rein. Peinlich. Wir machen heute TikToks. Und jetzt sagt ihr, was? TikToks? Ist das nicht voll laut? Nein, es ist nämlich jetzt mega in, weil ab heute, ab diesem heutigen Tag bin ich auf TikTok. Und dann ist es in. Und jetzt gibt es da manche von euch, die sagen, TikTok, ist das nicht dieses Ekelhafte, wo die einfach nur so Lip-Sync-Weise machen? Nein, ja, das machen die auch. Aber viel lustiger bei TikTok sind nämlich so die Du bist bei TikTok? Mhm. Da habe ich ein Video, also könnt ihr mal gucken, wenn ihr das findet. Du hast ein Video bei TikTok? Ja, hier, Let's Do the Twist. Und da habe ich vorher mein Gesicht noch extra breit, ich weiß, es ist schon breit, aber das habe ich noch extra breit gemacht. Nochmal extra breit? Mhm, nochmal, ja. Du bist bei TikTok? Mhm. Wie heißt du denn bei TikTok? 60 Kilo schwerer. 60 Kilo schwerer? Ja, ja. Wie heißt du denn bei TikTok? Bei TikTok? Ja. Longdong. Keine Ahnung. Marc Hagenbeck irgendwie. So, so wie der Name halt ich ist. Glaube, ja. Mhm. Die weinigen Sachen, denn das ist das Lustige und das machen wir heute. Da hat der liebe TJ uns ein paar TikToks vorbereitet, die wir gleich dann machen müssen. Und ich bin so gespannt, ich kenne die alle noch nicht, ja, ich habe voll Angst. Ich bin auch. Natürlich kennst du die noch nicht. Warum? Weil du sie noch nicht gesehen hast. Ja, lass doch mal loslegen jetzt endlich. Aber warum hat sie Angst? Du hast aber nichts Schmuddeliges gemacht. Müssen wir böse Sachen machen? Nö. Auf beide Fragen konnte er nicht eindeutig antworten. Ich habe überlegt, Schmuddeliges ist wirklich nichts dabei. Wirklich. Aber schmuddelig wäre doch gar nicht so schlimm bei der Julia. Nö. Nur mal so. Nö. Nichts. Aber es gibt. Ja, man macht dich nicht, weil ich bin lustig, aber es ist lustig. Was? Das klingt irgendwie jetzt müssen nicht wir shady korrekt. Sein? Nein, ihr seid nett. Okay, wir sind, okay, nett. Wir sind nett. Wir sind okay, nett. Okay. Was müssen die sein? Shady? Shaggy? Shaby? Warte mal, ich muss mal nochmal zurückspulen. Was hat die gesagt? Müssen wir was sein? Ich guck mal hier. Ich bin zu alt. Guck mal, wenn sie so guckt. Guck mal, wenn sie so guckt. Wenn sie so macht. Wenn sie so macht, weißt auf, du genau. Pass auf. Jetzt kommt. Pass auf. Was? Das klingt irgendwie jetzt müssen nicht wir shady korrekt. Sein. Müssen wir shady sein, sagt die. Mäuschen, kannst alles sein. Mach ich weiter. Nein, ihr seid nett. Okay, wir sind, okay, nett. Wir sind nett. Wir sind okay, immer nett. Dann starten wir einfach mal. Erklär uns, was wir jetzt machen. Google. Ach, heute ist übrigens ein toller Gast hier, Julia, bla bla bla. Ja, hi. Julia, bla bla bla. Ja. Und jetzt kann man natürlich darauf reagieren. Ah, du willst ja, ein Duett dazu machen. Es soll ja für ein Duett sein. Ja, ja. Also das Offensichtliche ist ja, dass er mit irgendwem rumknutscht. Aber das wäre ja nicht lustig. Das wäre wack. Deswegen, hier sitzt Julia. Ach, Herr Jemel, jetzt erfährt er nur 100 Jahre. Hier machen wir jetzt einen TikTok, wo Julia sitzt und gerade irgendwie Cornflakes isst oder so. Und ich dann er bin, der rein sneakt und die Cornflakes so der abbeißt. Rein sneakt. Genau, bin lustig. Mach mir einen Küchentisch. Was redet ihr denn für ein Deutsch? Ey, das ist kein Deutsch. Hm. Jetzt kommt auch noch eine Anzeige. Jetzt kommt gleich eine Anzeige. Eine Anzeige in 4 Sekunden. Der kriegt gleich in 4 Sekunden eine Anzeige. Ja. Er kriegt eine Anzeige, ist geil. Eine Anzeige wegen Sneakens. Ah, okay.
Okay, wir gehen mal hier ins Vollbild, weil das ist ja Käse. Wir wollen ja keine Anzeige haben. Ja, also bis jetzt ist das Video jetzt nicht so der Knaller, würde ich sagen. Also, mal gucken, was noch kommt, aber irgendwie... Das wird schon. Ja. Die jungen Leute von heute. Die machen das. Können jetzt die Werbung überspringen. Und jetzt geht's weiter. Oh. Mal gucken. Genau, ich muss ja den Kopf gleich anschauen. Ja, sieht gut aus. Das heißt, du hast die vor dir. So, wir machen es mit Äpfel, by the way. Ja. Boah, wir müssen es vom Timing her schaffen. Ne? Ja, hat jetzt gerade wieder gesagt, wir machen Äpfel, by the way? Oder was? Seid ihr ready? Keine Ahnung. Warte. Muss ich mal hören? Let's do this. Warte mal, was macht er? So. Ach ja, Äpfel. Die machen Äpfel. Äpfel, by the way. Boah, wir müssen es vom Timing her schaffen. Ne? Ich mach Pizza bei. Okay. Seid ihr ready? Warte. Let's do this. Diese ganzen Anglizismen. Ready, let's do this, by the way. Das Timing. Sind wir shady? Können wir irgendwas von Julian Bam gucken? Ist auch nicht besser, oder? Nee, mach mal weiter, ist ja okay. Oh. Ich will ja Rezzo nicht dissen, weil das ist ja gefährlich. Rezzo zu dissen ist gefährlich. Ja, ich habe es gerade geklickert, Entschuldigung. Und dann landet man bei der SPD im Keller. Aha. Sieht das lustig aus? Ist der gute Blick? War doch ganz cool. Glaube ich gerade. Es sah gut aus. Ey, nice. Nice, Alter. Erstes TikTok bestanden. Ab auf die Couch, dann nächstes TikTok besprechen. Jetzt auch mal meine Pizza sneaken. Und jetzt sagt uns TJ das nächste, was wir jetzt machen. Und zwar habe ich mir was ganz Besonderes für euch beide ausgedacht. Oh, wow. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Meme kennt. Ist jetzt ein bisschen wack abgefilmt. This right here is my pretty boy sweet. Ja, das aber mag ich. Aber mit wem machen wir das? Ah, da habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Aber was ganz Besonderes? Oh nein, oha. Ich habe Angst. Und aber das kann ja nur einer machen. Nein, weil das ist gerade das unabhängig voneinander jetzt. Unabhängig voneinander? Genau. Also eins für Julian, eins für mich? Genau. Dann kannst du quasi auf ein neues TikTok. Oh wow, das ist gut. Dann machen wir Julia first. Und zwar, es gibt so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gamer-Girl. Und die sieht einfach genauso aus wie du. Das stimmt, da ist eine Ähnlichkeit vorhanden. Ja. Alter, die sieht genauso aus wie du. Ist die doch. Das ist die doch. Moment. Das ist doch forciert. Das ist doch hier... Das ist doch selber. Um eine neue Produktlinie ist auf selber. Den Markt zu werfen. Hier, Controller wollen die doch nur verkaufen. Mit hier. Kopfhörer. Das sind doch, guck mal, die Kopfhörer. Ich darf die Marke jetzt nicht nennen, aber ich kenne die Kopfhörer. Stimmt, da ist eine Ähnlichkeit vorhanden, ja. Komm, ey. Sieht genauso aus wie ich? Nein, nicht genauso, aber es ist schon eine Ähnlichkeit da. Da guckt die ganz böse. Bei Rezo. Boah, da bin ich gespannt, wen er jetzt. Ja, warte, pass auf. Ich zeig zuerst Julia, ich will nur ihre Reaction sehen. Machen wir ihn. Warte, muss er sich dann an? Ja, los, ist mir schon aufgefallen, dass ich so aussehe wie der Hauptcharakter bei Rage 2. Ja. Ach, dafür ist das Mehl. Genau. Aber ich würde sagen, Ladies first, wir fangen mit Julia an. Der Hauptcharakter von was war das? Julia, der Einsatz Controller und Kopfhörer. Aber das muss ich ja erst aufsetzen, so während dem Ding. Ja, irgend so ein Käse. Genau. Guck mal nach vorne. So, ne? Voll. Der Winkel ist ziemlich gut. Du musst so etwa hier auf diesen Fleck gucken, glaube ich. Du musst am Ende gucken. Ja, so. Das Mikro haben wir auch. Machst du jetzt den Gesichtsausdruck. Ja. Ich sehe es gerade. Der ist ganz am Ende. I'm already Tracer. Das sind die Profis, ne? Ja. Little Breaker. Und let's go. The girls are on me. Damn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt immer noch nicht den Sinn von dem verstanden, was sie da jetzt eigentlich machen. Also TikTok kenne ich ja. Ja. Wie gesagt, die ne? stellen TikToks nach. Oder modifizieren es, wie am Anfang. Verstehst du? So. Und jetzt macht sie so einen TikTok von einer TikTokerin. Heißt das so? TikTokerin? Ich kenne TikTok. TikTokerin, die dann halt so aussieht wie sie. Und das stellen sie jetzt nach. Und machen sie so, als wenn sie es sie wären. Ist doch egal. Was wir für TikTok-Pros sind. Voll Alter, krass. Voll. DJ. Ja, wir haben TikTok durchgespielt. Hey, jetzt hab keine Lust auf Mehl im Gesicht. Doch. Ach, jetzt kriegt der... Also das ist ja so ein bisschen wie du, ne, der Rezo. Echt? Ja. Ich hab keinen Bock auf Mehl im Gesicht. Hab keine Lust auf ein Stop-Gang-Cake. Ich bin nicht richtig im Bild. Ich bin abgeschnitten. Ich möchte einfach mal... cool rüberkommen. Ich möchte keine Pizza mit Sardellen. Junge, ey.
Scheiße, bin ich zu tief in den Rachen reingeschoben gerade. Kennt man von zu Hause. Ja. Oh. Nee. Nein. Aber dem Video wird es auf jeden Fall ein Like geben, ne? Ja, natürlich. Klar. Ja, guck. Macht und ihr das auf, auch? Und auf TikTok sollte man auch folgen. Auf TikTok heißt Rezo nämlich so. Guckst du, oder? Ich kann gar nicht schreiben. Nee, schreien. Ist Mehl. Ist das Set jetzt richtig? Ich glaube schon. Ja. Das heißt, ich gucke da so dahin. Eigentlich schon so, oder wie gerade? Jungs, was sagt ihr? Okay, ja, du bist ready? Ja. Dann drücke ich jetzt auf Play. The girls are on me. Vom Timing war es saugut, glaube ich. Ja. Geil. Der hätte sich noch so ein Staubsaugerrohr nehmen müssen als Pumpgun. Ich glaube, das ist mega. Das ist richtig ich glaube, gut. Boah, da, oh, das ich glaub, war das mega. TikTok, Alter, TikTok Bam, Alter. Dreimal durchgespielt hier. Easy. Geil. Ich, fünf Sterne, oder? Ja, fünf Sterne und ein Favo. Das war sehr lohnenswert. Also, ja, oder? Ich fand das auch sehr toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Für die Leute, die TikTok noch nicht kannten, ich glaube, ihr checkt langsam, in welche Richtung diese Sache ja, geht. Ja, allerdings. Nee, ich check's eben nicht. Ich check's auch nicht. Was ist das für ein Käse? Also, wenn ich nachher zu Hause bin, lösche ich erstmal meinen Account. Ja, Anti-Werbung für TikTok gerade gemacht. Weil ich hab's nicht verstanden. Hä? Oder bist du einfach nur zu alt? Also, wenn du über Ü60 bist, ist doof, ne? Ich bin einfach zu neidisch auf die Jugend. Das ist halt so die Sparte von TikToks, die Spaß macht. So. Übrigens, ich will nur mal erwähnt haben, meine Pizza ist alt. Alter! Ja. Junge. Die habe ich hier inhaliert. Ich dachte schon, ich wäre verfressen. Wir sind jetzt hier bei, wir haben jetzt 11 Minuten gebraucht. Ja. So nebenbei. 11 Minuten Pizza weggeballert. Na ja. Ja, du bist auch nicht schlecht. Day. Was kommt als nächstes? Ja. TJ. Ich überlege gerade. Wollt ihr eine Herausforderung? Immer und sehr unsere gern. Unsere Gestik war gerade on fleek. Mega. Was war unsere Gestik? Nochmal bitte. On fleek? On was? Alter. TJ. Ich überlege gerade. Wollt ihr eine Herausforderung? Immer und sehr unsere gern. Unsere Gestik war gerade on fleek. On fleek? On fleek. Was ist das denn? Also... Ich weiß nicht, manchmal komme ich mir echt bescheuert vor. Ich sowas gucke und ich weiß es nicht. Das ist nicht mehr mein Internet. Ja, ist aber der Körper. Was war denn jemals dein Internet, bitte? Damals. So lange existiert es ja noch gar nicht. Damals in den 70er Jahren gab es kein Internet. Als wir, Mark Hagenbeck. Als wir uns noch folgendermaßen einwählten. Und dann war das Telefon halt blockiert. Ja, genau, dann konnte man nicht telefonieren. Geh mal aus dem Internet, ich will telefonieren. Mhm. Kennst du, ne? Mhm. Das gibt's heutzutage gar nicht mehr. Ja. Ich zeige euch das mal, ihr könnt erstmal sagen, ob ihr es euch zumutet überhaupt. Ah, das kenne ich gleich. Okay. Pew, pew, pew. It's a chop. Ich könnte dich so halten, aber du mich niemals. Ich könnte dich niemals, niemals halten. Niemals? Niemals. Obwohl, vielleicht. Unwohl. Nee, wir können es probieren. Okay, wollen wir es probieren? Wenn's achso, jetzt wollen die das nachstellen. Lustig. Stimmt, genau. Gut, machen wir. Doppel-K. Soll ich das tryen? Soll ja, ich testen? Ja, probier. Eigentlich so rum. Genau so. So was, wie alt ist denn diese Julia? Ja, ich frage mich gerade, wissen ihre Eltern eigentlich, was sie sagen? Bestimmt. Aber die ist doch, wie alt ist die, 19? Ist die, ja, vielleicht. Ja, genau. Ja. Genau so. Aber ich muss das jetzt bei dir ja auch probieren. Ja? Genau. Und dann... Ich, boah, schaffst du es? Wow. Doch, das schaffst du. Ja. Nur noch vier, vier, vier. Ich muss sagen, die Hütte von Julian Bam ist schon krasser, das oder? Das funktioniert. Ja, die Hütte von Julian Bam ist krasser, das stimmt. Aber falls es seine Hütte ist. Falls es seine Hütte ist, das weiß man auch nicht so genau. Mhm. Jetzt, also, ist ja gerade wieder Werbung. Also das Video ist so ein bisschen, boah. Also das Beste da im ist, ganzen Video, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Pizza. Ja, die schlechteste Pizza ist besser als das Video. Also ja. da haben sie jetzt nicht so wirklich viel beigedacht, ich oder? Ich verstehe es nicht, also. Nee. Käse. Käse. Naja, mach mal weiter. Mhm. Und dann geht's jetzt hier direkt zack. Let's go. Also wir müssen jetzt auch noch zurückspulen. Ich muss jetzt auch noch mal hier ins. Muss man eigentlich bei Reaction-Videos immer bis zum Ende gucken? Ist das so? Nö, muss man nicht. Aber ach komm, wir machen mal. Also ich will mal sehen. Ja, komm. Ist ja. So zack. Also falls ihr euch wundert, warum ich immer so blöd frage, ist mein erstes Mal. Ne? Sein erstes Mal. Ja. Das erste Reaction-Video. Also Pizza habe ich schon öfter gegessen, aber Reaction-Videos. Hold up, wait a minute. It's a 22. Mhm. Pew, pew, pew. Pew, pew, pew. Hold up.
arbeiten kann, ne? Geil! Nächstes Thema. Okay. Das war ein sehr gutes TikTok. Ich bin stark. Wir haben es nicht ganz so umgesetzt, wie wir es wollten, aber es ist trotzdem lustig. Nächstes TikTok. Okay, kennt ihr die WikiHow-Memes? Nicht so richtig. Es gibt so eine Seite WikiHow, wo dargestellt wird, bildlich, wie man bestimmte Sachen machen soll. Die Bilder sind teilweise halt ein bisschen weird. Und das ist das ganze Meme. Weird sind die. Den Rest werdet ihr dann sehen, wenn es fertig ist. Das erste Wort, was ich kenne, was aus seinem Mund fließt. Da sieht man so, dass man was eingibt. WikiHow, wie mache ich das und das? Ah, doch, die kenne ich. Ja, doch, die kenne ich. Und da sind immer so seltsame Sachen, die so gar keinen Sinn machen. Und ich habe mir heute ein ganz besonderes Bild rausgesucht. Okay. Es gibt einen WikiHow-Artikel, wie man vor einem Drogendealer wegrennen sollte. Wichtig. Und dazu gibt es dieses Bild. Und das stellen wir jetzt nach. Oh mein Gott. Hey, ist Ihr Fuß das heißt, so vor? Doch, das ist der Fuß so. So. Krass. Wir brauchen ja auch einen Drogendealer. Warum muss man vor dem Drogendealer so wegrennen? Ja, ganz einfach. Wenn ich so vom Drogendealer wegrenne, dann denkt er, ich wäre ein Nazi. Ja, schließt daraus eine gewisse Gewaltbereitschaft. Meinst du? Ja, genau. Du bist der Drogendealer. Ich habe extra meine Bauchtasche mitgenommen. Oh mein Gott! Das heißt, wir machen jetzt so vier Szenen oder so, wo du irgendwie reinkommst hinten ins Bild und wir machen dann den. Genau. Okay. Und setz dich mal bitte ins Bild. Was ist das hier für ein Content? Gehen jetzt wieder von der Couch weg. Tschüss. Ich probiere mal das aus. Fick die Henne. Alter, nur damit ihr Bescheid wisst, was hier passiert. TJ hat das Handy festgeklemmt an dem Bildschirm von dem Handy. Digga! Das ist ja krass. Das ist ja krass, Mensch. Technisch ganz versiert. Er klemmt seine Kameras fest, das gibt's doch gar nicht. Und der Arm muss auch da, so nach hinten weg. Und nicht wundern, ich muss jetzt den Drogendealer spielen. Deswegen auch. Ready? Okay. Sind das die typischen Drogendealer-Täschchen oder was? Aha. Interessante Tastatur. So, dann wollte ich machen. So. Das war's schon. Voll. Okay. So, seid mal ruhig. Hey. Ich bin enttäuscht von dir, Julia. Seid mal ruhig. Sehr gut. Jungs und Mädels, jetzt kommt das Beste. Das Beste. Und zwar kennt ihr das Intro von Full House? Klar. Everywhere you look, everywhere you look. Kennt ihr auch. Kennst du Full House? Der hat doch Tom Danes oder sowas. Wie heißt er? Hat er mitgespielt. Full House. Sind ganz viele Kinder und ganz viele Erwachsene in einem Haus. Wie bei mir zu Hause oder was? Ted Danson oder Ted. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich frage mich aber gerade was ganz anderes. Hä? Warum hat der 1,2 Millionen Aufrufe auf das? Nein, der kann auch was. Also ich finde den Rezo eigentlich gar nicht so übel. Das Video ist jetzt ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Aber der Rezo ist eigentlich total cool. Und der hat auch, wenn er diese Zerstört-Videos und sowas macht, dann macht er Musik auch total viel. Also super. Ach so. Naja. Das ist ja nur der Zweitkanal mit 1,2 Millionen. Ach, der Zweitkanal. Das ist ja nur der Zweitkanal. Ach, der feine Herr hat einen Zweitkanal. Ach so. Ja. Ja, wir bei Schoki bei Doki haben bei unserem ersten Kanal 22 Follower. Ja. Wir sind froh, wenn wir mal eine Pizza haben, ne? Ja. Meine Fresse hier. Du kennst auch diese 80er-Sitcom-Intro-mäßige, ja, dass immer Leute sich umdrehen so. Eier. Dieses Ding. Ah. Man guckt in die Kamera. Ach so. Ah, wie bei GZSZ. Ja, genau, so ein bisschen okay, so. Ne? Ja, das kenne ich. Und wir machen halt nicht irgendwas, was schön ist, was so typisch 80er-Sitcom ist. Ja, die machen die ganze Zeit nicht was schön ist. Oh, ich hab, guck mal hier. Hast du ein Tuch oder so? Oh, Alter, da vorne, hol dir da vorne ein Tuch. Ich guck weiter so lange. Komm direkt wieder. Geil. Ja, ja. Nee, lass dir Zeit. Ich hab schon ein bisschen Angst, dass ich was verpasse. Es kann ja auch so einfach so, man sitzt auf dem Klo gerade. Irgendwas, was clasht mit dem 80er-Jahres-Sitcom-Ding. Sollen wir einfach bestarten? Und wasch dir die Finger. Okay. Wir haben jetzt hier dieses Setting mit Mehl, by the way. Jungs, es ist Mehl. Mit der IKEA Family Card. Mit der IKEA Family Card zieht er sich die Leinen da jetzt, oder was? Echt? Guck mal. Guck doch mal wenigstens. Moment, ich hab mir hier. Ja. Ich hab mir auch echt viel verschwendet hier gerade. Genau, ich filme hier. Drei, IKEA Family Card. Zwei, eins. Junge, da nimmt man die Krankenkassenkarte für. Ist der bekloppt. Alter, ehrlich. Okay, nächstes Setting ist hier in der Küche. Da streiten die beiden. Streit in der Küche. Meldet sich ein bisschen. Ich mach dann auch beim Shot und dann komme ich so ein bisschen näher, dass wir so beisammen. Ja, das finde ich gut. Ja. Oder ihr macht euch so. Genau, so finde ich gut. Finde ich sehr gut. Okay, seid ihr ready? Ja. Dann streiten. Du klein. Oh mein Gott. Du darfst gerne sagen. Ich finde das lustig, so ein Flippergeräusch da einzubauen. Ja, immer. Das ist eine coole Idee. Anstatt ein Piep.
Ja, ja. Weil er hat jetzt irgendwie wahrscheinlich du kleine Schlampe gesagt oder irgend sowas. Und keine Ahnung, und dann hat es dann so. Weil es ist ja auch für Kinder gedacht. Ja. Also bei uns nicht. Bei uns nicht? Nee. Ach so. Deswegen, deswegen machen wir kein Piepgeräusch bei Schlampe oder bei Hure. Dürfen wir denn eigentlich hier sagen, was wir wollen? Du darfst, weil ich habe keinen Polizei irgendwo gesehen. Ach so, das wird ja nicht mehr nachträglich bearbeitet hier. Nee, ja, genau. Sonst hätte ich. Okay. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, okay, streiten. Du kleines Mann. 3, 2, 1. Ich glaube, das war damn funny. Ja, okay. Mega. Und jetzt auf dem Klo? Nein. Also, zieh mal bitte die Hose wieder hoch hier. Ja, ich wollte das so abdecken. Ja. Okay. Das ist doch hoffentlich jetzt eine Simulation, oder? Ja, der sitzt ja da mit Unterhose. Und anstrengen. 3, 2, 1. Ah ja, okay. Das finde ich jetzt lustig. Okay, jetzt verstehe ich, was Sie wollen. Okay. Ja, nämlich Feuer. Oh, das ist ja voll langsam, das Video. So. Ja. Ich bin bereit. Okay, warte. Vielleicht übrigens, Jungs, habt ihr schon die beiden Playbuttons gesehen? Die sind doch wunderschön. Da. Okay. Und tut jetzt das, was ich denke? Ei. Wie? Achso, mit dem Feuerzeug? Ja. Und fackelt da wahrscheinlich die Pflanze ab oder irgend sowas. Oder die Preise vom Pass auf, die wissen jetzt noch gar nicht. Die wissen jetzt noch gar nicht, wie groß, wie lang der Feuerstoß wird. Mal sehen. Das gibt bestimmt eine Überraschung. Komm, trau dich. Mädchen, erst die Flamme an, dann das Spray. Ach so, nee. Finde ich gut, perfekt. Nee, machen sie ja gar nicht. Was? Machen sie ja gar nicht. Hat ja nicht so getan, als ob. Oh, wieso das denn? So, das fertige TikTok. Das ist witzig. Ah ja. Ja, da muss ich sagen, das war lustig. Das war gut. Ja, das war jetzt das erste TikTok, das okay war, oder? Ja, das ist wirklich ein lustiges TikTok. Ja, geht so. Machen wir auch. Hervorragend. Mach aus immer so fest. Sei doch kein Weichei. Aber ich muss sagen, der Rezo ist echt so wie du. Also wirklich, das ist voll, voll die Memme. Und es geht ja auch, in dem Video um Memme. Warum ist der Bildschirm verpixelt? Läuft der eventuell gerade ein Porno? Bestimmt. Sieht halt Schmerzen aus. Okay. Im Hintergrund. Was soll denn sonst anders laufen? Was soll bei YouTubern sonst so? Ja, das ist ja immer so. Es gibt in Marburg auch eine Bar. War ich mal auf einer Bar? Da ist auf der Toilette sind Bildschirme über dem Pissoir. Und auf diesem Pissoir, auf diesem Bildschirm laufen Pornos. Echt jetzt? Ja. Und da sollst du noch zielen. Scheiße. Kein Ziel, nämlich durch. Wir sind durch. Wir sind durch, ja, aber sowas von komplett durch. Ja. Schade, ich hätte gerne ein bisschen länger geguckt. Das, was ihr jetzt machen könnt, ist nämlich hier draufklicken, weil da haben wir auch bei Julia ein Video gedreht. Ja. Da haben wir nämlich körperlich annähernd Mary Kill gespielt. Genau. Sehr schön. Wisst ihr, was ihr noch machen könnt? Was? Auf TikTok folgen. Genau. Ja. Uns beiden bei TikTok. Ja. Hier ist Julias TikTok, hier ist mein TikTok und da gibt es jetzt sehr regelmäßig sehr, sehr coole Sachen. Ab jetzt, die nächsten Wochen, mache ich jeden zweiten Tag ein. Ja, gut, super. Also, wir freuen uns sehr. Wie sage ich es dem Kinde? Kann ich jetzt nach Hause? Oder? Nee, also es war, wie fandst du jetzt so das Video? Ich muss sagen, am Anfang wusste ich erst gar nicht, worum es geht so. Ne? Aber hier das letzte mit diesem Family von ja, Hause, das war ganz witzig. Das fand ich ganz witzig. Das war ja auch nicht, war so, naja. War ja auch nicht so schwer nachzustellen. Aber die üben ja vielleicht auch noch. Ja, die sind vielleicht noch nicht so lange dabei. Die sind nicht so lange dabei. Ich meine, die haben auch erst 1,2 Millionen Klicks. Ja, das ist ja Pillepalle, ne? Ein bisschen nach oben. Ja. 1,2 haben wir ja auch schon. Also 1,200 weg. Ja. Also, ja, genau. Egal. Das war Shoki Banoki Reaction schonungslos mit Marc und mit Sashi. Und ich sag Cheerio, Miss Sophie. Bis Balinski. Achso, nee. Ja, nee, das heißt. War falsch. Tschüssikowski. Tschüssikowski bis Baldinski, so wolltest du sagen. Genau, ja. Ja, manchmal bist du ja ein bisschen doof. Ne? Ja, das macht die Pizza. Pizza macht doof. Pizza macht doof. Meinst du, die beiden haben zu viel Pizza gegessen oder was? Ja, ich glaube, die haben sich die auch teilweise durch die Nase gezogen. Die Pizza durch die Nase mit Oliven? Ja, mit Oliven. Ich habe Pizza mit Oliven durch die Nase. Patsch. Durch die Nase. Ach ja. Macht ja auch Spaß. Ehrlich? Ein bisschen.